Was ist Grid Trading? Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen, kann man das automatisieren, sodass man damit vielleicht gerade in der jetzigen Marktsituation ziemlich gute Gains realisieren kann? All das schauen wir uns im heutigen Video an. Und ihr seht hier schon so einen Grid Trading Chart. Bevor wir hier in die Details gehen, wie immer der Disclaimer in Deutsch und in Englisch. Dann sollte es klar sein, keine Anlageberatung. Ich zeige euch nur eine Strategie, die ich selber anwende, die ich gut finde und die ihr verwenden könnt oder auch nicht. Also, wir sehen hier einen typischen Kursverlauf. Habt ihr alles schon gesehen? Ganz normal, die Kurve startet hier, dann geht sie runter, dann geht sie hoch, dann geht sie wieder runter, wieder hoch. Kennen wir alle aus dem Kryptomarkt, eine volatile Geschichte. Ist aber am Aktienmarkt oder bei anderen Assets eigentlich immer das Gleiche. Also, und was man natürlich jetzt machen kann oder was man natürlich versucht als normaler, sagen wir mal Kryptohändler, man kauft hier bei einem Preis ein und verkauft dann bei einem höheren Preis. Das ist ganz normales Spot-Trading, wenn man so möchte. Hat natürlich das Problem, dass man die richtigen Levels treffen muss und das Ganze vielleicht sogar noch manuell macht, wenn man keine Stop-Loss- und Take-Profit setzt. Also ist ein bisschen aufwendig. Und es ist natürlich wie immer, wenn das ein Mensch macht, etwas emotionsgetrieben. Das heißt, wenn man zum Beispiel vielleicht hier unten eingekauft hat und ist dann hier, denkt man sich, oh, super, ich habe tolle Gains gemacht, aber ich möchte noch ein bisschen warten, ich möchte eigentlich noch mehr, dann wird es sogar noch mehr, man erreicht diesen Punkt und dann sagt man ganz logisch, vielleicht wird es ja doch noch ein bisschen mehr. Naja, und dann beginnt die Talfahrt und alles ist wieder weg. Und das kann man automatisieren und man kann diese ganze Emotion rausnehmen. Und das ist eben Grid Trading. Grid Trading ist in dieser Grafik hier dargestellt. Das heißt, der Mittelpreis ist hier in Grau dargestellt. In roten Linien sieht man Preise, bei denen man einkaufen möchte, und in grünen Linien eigentlich Preise, bei denen man gerne verkaufen möchte, abhängig vom Referenzpreis. Und gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt das Ganze starten hier beim Zeitpunkt 0. Das heißt, wir setzen einen Grid Trading Bot und ich zeige euch gleich, wie man das super easy machen kann. Und sagen dem, okay, ich möchte, dass du jetzt so und so viel Geld nimmst mit in bestimmten Intervallen immer wieder kaufst. Und wenn der Kurs dann nach unten geht, kauft dieser Bot automatisch die ganze Zeit nach in den Intervallen, die du ihm gegeben hast. Man kann zum Beispiel 1-Dollar-Schritte nehmen oder auch 1-Cent-Schritte, abhängig davon, welchen Coin oder Token man traden möchte. Und naja, es geht immer weiter runter, das heißt, du stockst deinen Bestand immer weiter auf, weil du immer mehr kaufst. Und natürlich immer nur bis zu einer definierten Summe, das heißt, du sagst dem Bot, du hast 100 Dollar zur Verfügung, du hast 10.000 Dollar zur Verfügung, was auch immer. Die kannst du verwenden, aber natürlich nicht mehr. Und naja, wenn der Kurs dann jetzt weiter so runtergeht, immer weiter runter, wird immer weiter nachgekauft. Aber irgendwann steigt der Kurs auch wieder. Und was dann passiert, ist, dass der Bot anfängt zu verkaufen. Und er verkauft dann zum Beispiel an diesem Punkt hier, diesen ersten grünen Punkt. Und mit den ersten beiden Trades hier wärst du damit ja immer noch im Negativen. Aber mit dem untersten Trade bist du damit schon im Plus. Das heißt, diesen Trade sozusagen verkauft er. Du machst Gewinne, du machst Gewinne, du machst Gewinne, du machst Gewinne. Während die Kurve hochgeht, ganz emotionslos, in vordefinierten Schritten, zum Beispiel eben 1 Dollar oder 1 Cent, verkauft der Bot, sobald er Gewinne realisieren kann. Und das macht er die ganze Zeit, bis alle Gewinne realisiert sind. In diesem Fall hättest du deine 4 Trades, die du hier bei fallenden Kursen eröffnet hast, bei steigenden Kursen wieder verkauft, hättest deine Gewinne mitgenommen. Wie gesagt, nochmal, ganz emotionslos, ohne dass der Bot jetzt versucht, das irgendwie total zu optimieren, da das Maximale rauszuholen, macht einfach einen standardisierten Ansatz und das ist super, weil diese menschlichen Emotionen sind beim Trading das Problem. Die sorgen für Verluste. Naja, und wenn die Kurve dann jetzt weitergeht, fällt es halt auch irgendwann wieder und sobald es dann unter ein bestimmtes von dir definiertes Niveau fällt, dann schlägt der Bot wieder zu, er kauft wieder, zum Beispiel bei diesen beiden Positionen, und verkauft dann wieder bei diesen beiden Positionen. Ganz easy. Wirklich sehr, sehr schönes System. Ich nutze es selber sehr gerne. Ich nutze es bei Bing X und das zeige ich euch gleich auch einmal. Aber wir gucken vielleicht einmal auf den realen Bitcoin-Chart. So würde der Chart im Augenblick aussehen. Wir traden so ein bisschen bei etwas über 26.000. Und du könntest jetzt einen Bot sozusagen hier an diesem Punkt definieren. Und könntest ihm jetzt sagen, wenn es weiter runtergeht, also wenn der Chart weiter sinkt, vielleicht bis zu einem Punkt von hier, ja, 25.860 ist, glaube ich, ein gutes Niveau, von hier bis hier immer wieder kaufen. Das heißt, du legst hier oder lässt ihn legen immer wieder Linien, wo er einkaufen soll. Das heißt, du definierst das hier, ah, vielleicht ein bisschen
bisschen dicker, damit man es ein bisschen besser sieht. Du definierst es hier, kauf hier ein, kauf hier ein, kauf hier ein, kauf hier ein, kauf hier ein und so weiter. Die ganze Zeit immer weiter runter, bis er unten ist. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann macht der Bot automatisch das, was du möchtest, nämlich er verkauft. Verkauft er, es geht weiter hoch, er verkauft, er verkauft, er verkauft, bis zum von dir definierten Niveau, die ganze Zeit wieder hoch. Und du nimmst in kleinen Schritten immer weiter Gewinne mit. Und damit bist du eigentlich ziemlich safe. Du kannst damit sehr, sehr schön traden, sehr schön Gewinne realisieren. Du kannst das Ganze auch noch ein bisschen boosten, indem du Hebel nimmst. Da sollte man allerdings sehr, sehr vorsichtig sein und keine zu krassen Hebel nehmen. Ich zeige dir mal, wie das bei BitGet aussieht. Hier ist die Page. Wenn du noch nicht bei BitGet bist, hast du meinen Anmeldecode in der Infobox. Dann bekommst du bestimmte Boni. Die habe ich dir im letzten BitGet-Video schon gezeigt. Kannst du mit dem Code machen, ohne den Code machen. Kannst auch andere Seiten verwenden. BitGet bietet es an. KuCoin hat es. Es gibt diverse Anbieter, die das machen. Ich nutze BingX und zeige dir halt, wie es da funktioniert. Also kannst du auf Grid Trading gehen. Und das sind im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Das ist einmal ein Spot Grid Trading. Das heißt, da machst du einfach wirklich Käufe zu bestimmten Zeitpunkten und Verkäufe zu bestimmten Zeitpunkten. Das war's. Und ohne Hebel. Oder du gehst eben auf den Futures Grid Trading. Das mache ich. Allerdings nur mit einem Zweierhebel. Und das zeige ich dir gleich, wie da meine Trades aussehen. Was ich ganz cool finde hier bei BitGet ist, die empfehlen dir bestimmte Grids, die gerade gut funktionieren. Das heißt zum Beispiel hier, der funktioniert gerade super, ein APT-USDT-Grid, können wir mal reinschauen, der hat jetzt gerade eine 7-Tage-APY von 1400%. Das ist natürlich wirklich ziemlich nice. Und da könntest du natürlich jetzt einfach selber einen Grid kreieren, wenn du Geld auf BitGet hast. Und spannend an diesem automatischen, an dem Recommended ist, er gibt dir einfach eine Price Range vor, er gibt dir die Schritte vor, wo du Gewinne nehmen solltest, wo du einkaufen solltest. Das heißt, du musst ja eigentlich überhaupt nichts machen. Du kannst hier ganz auf Autopilot einfach eingeben, wie viel möchtest du investieren, und dann geht's los. Minimal musst du in diesem Fall $76 investieren, um diese Grid-Strategie zu fahren. Das ist wirklich ziemlich nice. Du kannst auch andere Sachen rausnehmen. Hier zum Beispiel bei der Strategie brauchst du ein Minimum von $52. Also das funktioniert richtig gut. Und das sind Spot-Grids. Also du siehst es hier, das sind Spots, also die arbeiten ohne Hebel. Du kannst natürlich auch sagen, okay, du möchtest einen Future-Grid machen. Und da gucken wir vielleicht mal rein, also du kannst hier auf Create machen. Dann suchst du dir dein Paar raus, was du gerne traden möchtest. Zum Beispiel XRP-USDT. Und kannst dann dein Grid definieren. Gucken wir uns mal meins an, was ich gerade laufen habe. Das ist hier ein XRP-USDT auf Long. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir steigende Kurse haben. Man kann das Ganze, sieht man hier, natürlich auch als Short machen. Das heißt, du kannst auch sagen, Kauf bei hohen Positionen und Verkauf bei niedrigen Positionen. Das kommt immer darauf an, wie du glaubst, dass sich der Markt in Zukunft investiert. Generell ist ein Grid-Trading meiner Meinung nach sehr sinnvoll, wenn wir eine Marktsituation haben, wie sie gerade ist, dass das Ganze halt alles recht stabil um einen bestimmten Preis schwankt. Selbst wenn man weiter rauszoomt, sieht man ja eigentlich, die Schwankungsbreite hier ist seit dem 20. Juni ungefähr irgendwo so bei 26, 25, mal 28, leicht an die 30, aber nicht in einem riesigen Bereich. Wir sind hier, glaube ich, minimal hingegangen. 16.000 waren hier vielleicht so das Minimum, aber es ist kein riesiger Bereich. Und bei so einer relativ, sagen wir mal, langweiligen Marktlage, wie wir sie hier gerade haben, ist das ein ziemlich guter Ansatz zum Traden und zum Gewinne mitnehmen. Darum benutze ich das jetzt gerade. Wenn wir irgendwann in den Bullenmarkt wieder reingehen, hier sieht man es sehr, sehr flach. Sehr flach, wirklich, da passiert nicht viel. Wenn wir in den Bullenmarkt wieder reingehen, dann sieht es anders aus. Dann würde ich, glaube ich, eher ein ganz normales Hebeltrading machen und nicht auf Grid-Trading setzen. Aber für jetzt gerade ist es gut. Also nochmal zurück. Hier ist mein Grid-Bot. Und ich sitze gerade ein bisschen im Minus. Ich komme ins Detail schauen. Hier sieht man die Käufe zu den verschiedenen Preisen und die Verkäufe. Und wenn wir auf die Trading History gehen, sehen wir, dass die ersten drei wurden jetzt verkauft mit kleinen Gewinnen. Und das Ganze ist, wie gesagt, komplett automatisch. Läuft jetzt gerade seit 4 Tagen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Minus, $1,70. Das kann ich aber ganz gut verschmerzen dabei.
Sowas muss man natürlich ein bisschen langfristig laufen lassen. Und die Marktsituation in den letzten Tagen war halt nicht super. Das ist für einen Long natürlich nicht ideal. Ihr seht hier, ich verwende einen Zweierhebel. Das heißt, ich bin da mega weit weg, irgendwie liquidiert werden zu können. Das wird bei den Werten nicht passieren. Und verdopple aber trotzdem mein Investment. Das heißt, ich trade nicht nur mit 100 Dollar, sondern mit 200. Kann ein bisschen mehr rausholen, ohne großes Risiko. Das ist eigentlich ganz cool. Hier ist ja die Price Range, in der ich traden möchte, zwischen 12 Cent und 2 Dollar. 2 Dollar ist natürlich schon sehr optimistisch. Ich hoffe mal, dass XRP da wirklich noch hingeht. Hier ist dann das Profit Grid und die Anzahl an Grids. Also ich mache insgesamt 200 Trades. Und ja, das lasse ich laufen. Kann die Strategie jetzt auch schließen? Mache ich natürlich nicht, weil ich gerade im Minus bin. Aber das ist so mein Ansatz im Augenblick. Ich finde Grid Trading sehr spannend, gerade wie gesagt in der jetzigen Marktlage. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Tradet ihr überhaupt oder sagt ihr, Trading ist gar nicht für mich? Und wenn ihr tradet ganz traditionell oder mit Hebeln oder Grid, lasst mir ein bisschen Feedback da. Das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.